So, nach unserem nächsten musikalischen Highlight geht es jetzt dann weiter mit dem Herrn Sören Pellmann. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestags für die Fraktion Die Linke und Sprecher für Inklusion und Teilhabe. Viel Spaß! Liebe Freundin, liebe Freunde, liebe Münchnerinnen, liebe Münchner, liebe Gäste, ich freue mich heute hier bei Ihnen in München zu sein. Gemeinsam kämpfen wir mit den heute hier Versammelten für unsere Rechte und unsere Menschenwürde. Wir sind hier, um laut und sehr deutlich zu sagen, wir sind nicht weniger wert als andere. Wir sind nicht eure Randgruppe, wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir lassen uns nicht ausgrenzen, wir lassen uns nicht bevormunden und wir lassen uns schon gar nicht unterdrücken. Wir sind hier, um zu fordern, was uns allen zusteht, ein selbstbestimmtes Leben, eine inklusive Bildung, eine barrierefreie Umwelt, eine gerechte Teilhabe am Arbeitsmarkt, eine angemessene soziale Absicherung, eine würdevolle Pflege und Assistenz. Wir wollen auch nicht länger von oben herab behandelt werden. Wir wollen mitreden, wir wollen mitentscheiden über unsere Angelegenheiten. Wir wollen nicht länger auf Almosen angewiesen sein. Wir wollen unser persönliches Budget auch selbst verwalten. Wir wollen nicht länger in Heime oder Werkstätten abgeschoben werden. Wir wollen in der Mitte der Gesellschaft leben und arbeiten. Dafür, und da muss ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen zu den Kolleginnen und Kollegen von Grünen und FDP, brauchen wir ein Bundesteilhabegesetz, was diesen Namen auch verdient. Nämlich ein Gesetz, das die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt. Ein Gesetz, das die Rechte von Menschen mit Behinderungen ausreichend schützt und weiter stärkt. Ein Gesetz, das eine bedarfsgerechte Finanzierung, eine unabhängige Beratung und eine bessere Beteiligung von Betroffenen und Verbänden ermöglicht. Die Einkommens- und Vermögensgrenzen müssen abgeschafft werden. Das Wunsch- und Wahlrecht muss garantiert sein. Dafür brauchen wir ein Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes, das diesen Namen auch verdient. Ein Gesetz, das mehr Menschen mit Behinderungen in reguläre Arbeit bringt und mehr Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen in der Arbeit hält. Ein Gesetz, das eine umfassende Strategie für einen inklusiven Arbeitsmarkt voranbringt. Ein Gesetz, was konkret fordert, den Mindestlohn auf 14 Euro anzuheben, die Arbeitszeit auf 30 Stunden pro Woche zu reduzieren, die Unterstützung von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu verbessern und die Diskriminierung am Arbeitsplatz zu bekämpfen. Dafür kämpfen wir als Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Unsere Forderungen sind klar und deutlich. Wir lassen uns nicht abspeisen mit halbherzigen Reformen und leeren Versprechungen. Wir lassen uns auch nicht einschüchtern von Lobbyisten oder Gegnerinnen und Gegnern.
Wir lassen uns nicht entmutigen von Rückschlägen und oder Niederlagen. Wir sind heute hier, um zu zeigen, dass wir vielfältig sind, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten haben, dass wir verschiedene Formen von Behinderung und psychischer Erkrankung haben. Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir solidarisch sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen und stärken, dass wir zusammenhalten. Gegen Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Homo- und Transfeindlichkeit. Wir sind heute aber auch hier, um zu zeigen, dass wir kreativ sind, dass wir Kunst und Kultur schaffen und genießen können, dass wir Spaß haben und auch feiern können. Wir sind heute hier, um zu protestieren, aber auch um zu feiern. Wir sind der Randgruppenkrawall. Wir machen Lärm für unsere Rechte. Wir machen Musik für unsere Freude. Wir machen Kunst für unsere Schönheit. Und wir machen Politik für unsere Zukunft. Und die Vorrednerinnen sind ja schon darauf eingegangen, wir machen auch Politik mit einem klaren Bekenntnis zum Antifaschismus. Denn wir alle wissen, die Geschichte der Aktion T4, vorhin ist da schon ausführlich drauf eingegangen, ist eine Geschichte der Schande und der Schuld. Eine Geschichte des systematischen Massenmordes an mehr als 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Beeinträchtigungen in Deutschland in den Jahren 1940 und 1941 unter Leitung der Zentraldienststelle T4. Diese Ermordungen waren dann Teil der Krankenmorde in der Zeit des Nationalsozialismus, denen bis 1945 über 200.000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Diese Verbrechen dürfen sich niemals wiederholen. Diese Verbrechen dürfen niemals relativiert oder verharmlost werden. Und auch deshalb, liebe Anwesende, liebe Gäste, stellen wir uns entschieden gegen die AfD und ihre Verbündeten, die gerade versuchen, Geschichte umzudeuten und Opfer erneut zu verhöhnen. Die AfD ist eine Partei, die Menschen mit Behinderungen diskriminiert und ausgrenzt. Die AfD ist eine Partei, die Menschen mit anderen Hautfarben, anderen Religionen oder anderer sexueller Orientierung verachtet und bedroht. Die AfD ist eine Partei, die die Demokratie untergräbt und den Faschismus fördert. Wir sagen Nein zur AfD, Nein zum Faschismus, Nein zu jeder Form von Hass und Gewalt. Wir sagen weiter Ja zur Solidarität, Ja zum Frieden, Ja zu einer inklusiven und einer gerechten Gesellschaft. Ich bin froh und glücklich, heute Teil dieses Randgruppenkrawalls sein zu dürfen. Und ich verspreche euch, ich bleibe eine laute, eine starke Stimme für euch in Berlin. Liebe Anwesende, ich danke euch allen für euer Engagement, für eure Courage und für eure Wahnsinnsenergie. Ich danke den Organisatorinnen und Organisatoren dieser tollen Veranstaltung. Und was mich besonders beeindruckt, sind die Künstlerinnen und Künstler, die Reden so kulturvoll ummalen. Danke für eure großartigen Beiträge. Lasst uns weiterhin gemeinsam kämpfen für eine bessere Welt für alle Menschen. Lasst uns weiterhin gemeinsam feiern für eine schönere Welt für alle Menschen. Lasst uns weiterhin gemeinsam leben für eine gerechtere Welt für alle Menschen. Vielen Dank, dass ich Teil von euch sein darf.